Sané. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Augo. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Stieber. Egal. Das könnte die Chance werden. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Stieber. Boateng. Stieber. Egal. Olic. Es gibt Freistoß, aber zeigt ja auch der Karte. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Kein Tor nach diesem Freistoß, aber der war gut, Puschi. Ja, Wolf, ganz knappe Nummer, das war schon gefährlich. Sané. Nun Hinterlahmball. Vorteil, das ist die Chance zur Flanke. Da kommt der Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Aaron Hunt. Zweit. Boateng. Endlich geht's weiter. Nach diesem spielstarken ersten Durchgang konnten wir den Anpfiff zur zweiten Hälfte eigentlich gar nicht erwarten, Buschi. Ja, genau so ist es, Wolf. Diese erste Halbzeit gehörte mit zu dem Bett. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Aaron Hunt. Ekdal. Kevin Prinz Boateng. Öntelar jetzt am Ball. Aaron Hunt. Heubier. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Das könnte eine Gelegenheit werden. Öntelar. Und er ist drin, da kann der Keeper nicht mehr richtig an den Ball. Er macht sein zweites Tor heute, ganz starke Leistung. Ein klasse Tor von Huntelaar. So macht das ein Weltklasse-Stürmer. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Da stört er ihn und dann geht der Ball ins Aus. Goretzka. Und da gibt er Freistoß. Und jetzt Hövedes. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen den ersten FC Köln. Und natürlich auch wieder mit Wolf-Christoph Fuß. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Und da zeigt er ihm Gelb. Kann man durchaus geben. Er hatte eigentlich keinen schlechten Schuss, aber das hier war doch ein bisschen weit. Ja, und damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt.
gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und noch ein Strafstoß gegen sie. Die gehen da im Strafraum einfach nicht gut hin, wieder mal. Keine Frage, das ist sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Nee, so nicht. Da vergibt er die Chance. Kein guter Versuch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Höwedes. Sané. Er schießt. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Goretzka. Schuss! Super gemacht vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Kurze Erinnerung an den nächsten Gegner des HSV, Buschi. Ja, es geht gegen die Hertha im nächsten Bundesligaspiel. Und da müssen Sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Holtby. Sehr gut reingespielt. Die Flanke war alles andere als präzise. Sané. Und Hinterer. Der Einwurf könnte ihn in die... jetzt eine Chance einbringen. Sané. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Stieber. Olic. Sauberes Tackling von ihm. Choupo-Moting. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Jetzt Arias. Højbjerg. Iličević. Holtby. Souverän, er hat den Ball. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Warnung. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Choupo-Moting. Das könnte die Gelegenheit geben. Højbjerg. Da passt der Klasse auf. Jetzt wird es Ecke geben. Also, nee, da war doch viel mehr drin in der Situation. Ja, zumal die Ecke gut reinkam. Da muss er mehr rausmachen. Di Santo. Da weicht er. Di Santo. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt, nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Kaccha. Holtby. Jetzt haben sie den Ball verloren. Meier. Di Santo. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Und er trifft. Ja.
wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder, diesmal mit Erfolg. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Und da zeigt er ihm gelb. Kann man durchaus geben. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Seitenaus. Heubier. Da kommt der Schuss. Da haben sie Glück. Sie hätten fast noch ein Tor kassiert. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Holtby. Das gibt Einwurf. Meier. Stieber. Abgepfiffen, es gibt Freistoß. Den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Entscheidet auf Freistoß, lässt aber die Karte stecken. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Da war kein Gegenspieler mehr dran. Also gibt es Abstoß. Stieber! Und Tor! Kommen Sie noch mal ins Spiel zurück, Buschi? Ja, auf jeden Fall sah es schon schlechter aus. Jetzt ist es nur noch ein Tor. 4:3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Exzellentes Zweikampfverhalten. Stieber. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Könnte gefährlich werden. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Eine knappe Angelegenheit. Bis kurz vor Schluss 4:3. Aktueller Spielstand. Wer ist eigentlich dann der nächste Gegner, Buschi? Der kommende Gegner der Schalker heißt 1. FC Köln. Was sie heute gezeigt haben, war ja wirklich nicht so schlecht. Das Resultat zeigt uns ja. Aber ob das auch bei dem Gegner reicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Sie stehen hier natürlich unter Druck, deshalb vielleicht auch der schwache Abschluss hier, Buschi. Na klar, Wolf, dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Und das ist nicht förderlich fürs Spiel, wissen wir. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Choupo-Moting. Sané. Rudnevs. Und jetzt der Schuss. Den hält er super. Dabei war das ein richtig wuchtiger Schuss. Olic. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Olic. Rudnevs. Wahnsinn! Sie machen ihn doch noch, den Ausgleich. Durch den Torerfolg haben sie den Ausgleich noch geschafft. Ganz stark, nie aufgegeben und das ist jetzt der Lohn. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Den Ball spielt er nicht gut. Es gibt Einwurf. Meier. Rudnevs. Und den Ball hat er sich geholt. Schöne Flanke. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits.